bist du wirklich sicher, dass du jetzt abbrechen willst? Ich mach das jetzt noch für mich. Und vielleicht bis später. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Jeder muss mit 7 vorher ausgewählten Gegenständen und der Kleidung am Körper auskommen. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt, vollkommene Isolation. Kalt, nass und hart. Ich hatte noch nie so eine Schwierigkeiten. Ich habe mich noch nie so gefühlt wie gerade eben. Mir ist echt kalt, es ist unfassbar. Absolute Stille, absolut krass. Ich merke auf jeden Fall, dass das nicht so einfach ist, wie gedacht. Es tut mir so leid für alle, die ich jetzt enttäusche. Ich bin nicht für die Isolation gemacht, ey. Ohne Scheiß. Hyped, Bock, Angriff. Ah. Seven vs. Wild. Sponsored by Rhino Shield. So, Freunde, Status-Update. Ich bin wieder da. Ich habe jetzt einen neuen Verband bekommen vom Seini. Die Jungs waren da. Ich bin disqualifiziert. Gut. Damit muss ich klarkommen. Es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, weil der Seini hat gesagt, ich kann damit hier bleiben. Es muss nicht genäht werden. Der Kollege vom Rettungsdienst kann das selbst sehr gut einschätzen. Und deshalb werde ich jetzt einfach mein eigenes Ding durchziehen. Vielleicht ein bisschen weniger filmen. Ich weiß nicht, ob ich die Challenges mache. Mir wurde gesagt, dass ich disqualifiziert bin, weil ich das Handy rausgenommen habe. Und vielleicht brauchte ich das auch, um erstmal geerdet zu werden und zu sehen, Alter, mach ruhig, weil ich habe eine Säge mit, warum schüttle ich an diesem Baum? Wir können da jetzt noch mal kurz hingehen, ich zeige euch noch mal den Baum. Hier ist der Baum, an dem ich geschüttelt habe, sozusagen, weil der morsch war. Und dann ist mir dieser Ast hier auf den Kopf gefallen. Solche Dummheiten mache ich jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt alles ganz entspannt. Das ist mein Bettgestell ungefähr. Das heißt, ich lege jetzt hier noch, den ersten Ast liegt schon drin. Da kommen jetzt erstmal kleine Äste rein, so. Und dann mache ich weiter mit Grünzweigen und so weiter, schmeiß die hier rein, reiß ich. Dann kommt das Tarp oben drüber und dann kommt der Schlafsack da rein. Freunde, ich habe Changa entdeckt. Das ist ein ganz wertvoller Pilz. Ein ganz wertvoller Pilz, der sehr selten ist. Mega, mega gut, Alter. Den nehme ich auf alle Fälle mit. Das ist ein starker Heilpilz, sehr wertvoll. Part 1 ist geschafft. Und zwar das Jägerbett soweit fertig. Das wird sich in den nächsten Tagen sicherlich noch ein bisschen runterdrücken von meinem Gewicht. Ich werde jetzt das Tarp hier aufhängen, denn es fängt schon an zu tropfen. Und dann mache ich mich ans Feuerholz, dass ich erstens safe bin. Es puckert ordentlich, mein Kopf. Aber ich denke, das wird auch vorbeigehen. Ja, bis später. Ja, so sieht es erstmal hier aus. Nicht so geil. Also wir werden auf alle Fälle, wenn ich später die anderen Sachen, jetzt kümmere ich mich erstmal um Feuerholz, geklärt sind, werde ich die Dinger hier noch tiefer machen, dass die Plane auf dem Boden ein bisschen weiter rüber geht. Weil da will ich ja drauf liegen. Und genau, wisst ihr Bescheid. Ich bin so froh, dass ich die Säge mitgenommen habe. Hätte ich die nicht mit, müsste ich Bäume umschubsen, wobei man sich verletzen kann. So dumm, Alter. Ich komme immer noch nicht drüber weg. Wir machen jetzt Feuer. Ich habe etwas hier gesammelt.
Und let's go, würde ich sagen. Bin froh, dass ich hier sein darf. Auch ohne Seven vs. Wild. Es ist geil, hier zu sein. Einfach für mich 7 Tage hier in der Natur. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf Pilzsuche. So, Regenwasser. Nochmal die letzten Schlücke mitnehmen. Also das ist ein Gelände hier. Das birgt so viele Gefahren. Muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Da oben ist meine Höhle. Und hier unten sind so, ich kann gar nicht beschreiben, so große Steinblocken, die sehen aus wie vom Himmel gefallen. Überall solche Löcher hier, wo man aufpassen muss, wo man hintritt. Davon ist ein kleiner, da habe ich gerade einen Pilz entdeckt. Oh Gott. Da muss ich aber vorsichtig sein hier. Das ist schon so angefressen, so Matsche. Drüben steht ein Steinpilz, sehe ich von hier. Oh, also hier geht's ab. Der ist schlecht. Sorry. Euch wollte ich holen. Oh ja. Herrlich. Das läuft richtig gut hier. Die lasse ich mal noch stehen hier, die, weil ich habe ja genug und so weiß ich jetzt, wo die stehen und kann ich auch nochmal wiederkommen und die Menge sollte vielleicht für heute eigentlich erstmal reichen, habe ich die Hoffnung. Probieren wir das mal. Alter Schwede, guckt euch den Oschi an. Das ist ein Röhrling, ein, weiß gar nicht genau, müsste jetzt sich verfärben. Durch diesen Oschi an, Alter. Ist auf alle Fälle ein essbarer Pilz. Mit Namen bin ich ein bisschen schlecht. Und ich würde sagen, guckt euch mal die Ausbeute an, einfach. Ich würde sagen, um Armbrot essen muss ich mir gar keine Gedanken machen. Ich habe nochmal einen Birkensteinpilz noch dazu zusätzlich gefunden. Werde ich mir dann alle anbraten in der Pfanne. Mal gucken, ob die überhaupt da reinpassen. Ich habe jetzt für den Shelter gerade nochmal ein paar Zweige geholt, dass ich das nochmal abpolstern kann, falls ich das durchliege und feststelle, nee, das ist mir zu wenig. Was ich wahrscheinlich machen werde. Dann könnte ich ein bisschen köcheln. Ja, aber das ist das dann auch. Für die nächsten 7 Tage. Wir haben immer noch Tag 1 und ich sitze immer noch am Lagerfeuer und ich fange jetzt schon an, mir Geschirr, also ein Schaber oder Löffel, irgendwas, für die Pilze zu machen. Und ich frage mich, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Ich weiß nicht. Also, ich habe echt die Befürchtung, dass mir ganz schön langweilig werden könnte. So, dann probieren wir mal den ersten Pilz. Das ist ein Birkensteinpilz, wenn ich mich nicht irre. Stand zumindest vor einer Birke und sieht aus wie ein Steinpilz. Und den werde ich jetzt mal versuchen zuzubereiten. So, ich denke, der Birkensteinpilz ist fertig. Ich koste mal. Na gut. Ja, Freunde, falls ich einschlafe und morgen früh erst aufwache, wünsche ich euch eine gute Nacht. Das Ding ist, ich sehe jetzt aber schon, dass ich das alles jetzt schon platt gelegen habe.
Und da werde ich wahrscheinlich morgen nochmal Holz nachlegen müssen. Oder Reisig. Ich hoffe sehr, dass morgen das Wetter sich bessert. Oder bis morgen sich das Wetter bessert. Es regnet halt die ganze Zeit. Guten Morgen. Der Wettergott hat meine Wünsche erhört. Es hat aufgehört zu regnen. Jetzt ist Sonnenaufgang. Ich soll jetzt eigentlich die Challenge aufmachen. Aber ich will eigentlich noch nicht aufstehen. Es werde Licht, die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Auf alle Fälle eine Fackel bauen, kriegen wir hin. Ich habe jetzt noch keinen so richtigen Plan vor Augen, weil hier ist ja alles nass. Und wir werden auf alle Fälle eine Menge Holz spalten müssen. Ich werde wahrscheinlich einen Griff machen und dann oben ganz viel dünnes Holz in einem Bündel zusammenpacken. Dazwischen schön Birkenrinde stopfen, das anzünden, dann hinstellen und hoffen, dass es überhaupt brennt. Heute machen wir die Goldröhrlinge mal in der Pfanne. Mal gucken, wie das ist. Gestern hatte ich die ja nur aufgespießt. War auch gut. Aber ich habe jetzt noch so viel. Das dauert dann ewig. Ich werde jetzt was essen. Dann Zähne putzen. Mit Kohle natürlich. Also die Pilze sehen schon mal richtig geil aus. Machen einen guten Eindruck. Ich glaube, das Braten ist eine sehr gute Idee. Da unten brutzelt richtig drin. Ich muss euch jetzt mal am Bein festklemmen. Oh, hier, herrlich. Ich würde sagen, die Pilzpfanne ist fertig. Testen wir mal, wie das schmeckt. Geil. Richtig gut. Okay, wir braten die Pilze ab jetzt immer. Mit Gewürzen wäre es noch geiler. Salz, Pfeffer, schöne Pilzpfanne, beste Leben. Aber nur die reinen Pilze kommt man auch voll mit klar. Absolut ausreichend. Ich habe mir gerade noch mal das Regelwerk durchgelesen zur Challenge. Und jetzt meine Frage an euch, liebe Community. Ich könnte doch einfach theoretisch ein Schwedenfeuer bauen und das als Fackel deklarieren, oder? Also einen Stamm nehmen, maximal 40 cm Durchmesser, den in der Mitte spalten und dann von unten nach oben brennen lassen. Und solange das Ding brennt, läuft die Zeit, würde ich sagen. Oder sehe ich das falsch? Muss es, weil die Fackel muss ja statisch platziert werden. Und Schwedenfeuer kann ja auch als Fackel zählen. Oder wollen die wirklich, dass ich eine Fackel baue? Ich baue ein Schwedenfeuer, weil ich denke, dass es zählt als Fackel. Es ist ja, ich könnte es tragen. Es brennt lange, es macht Licht. Wir bauen ein Schwedenfeuer. Hoffen wir mal, dass der trocknet hier. Jetzt geht's erstmal Zähne putzen. Ich habe mir einen frischen Birkentrieb geholt. Jetzt seht ihr, das ist wie eine Zahnbürste hier. Jetzt nehmen wir die Kohle. Und machen die Kohle klein. Gut, muss reichen. Ich bin gerade auf kleiner Pilzsammel- und Erkundungstour. Ich möchte mal meine 500 Meter in beide Uferkanten ablaufen, um zu sehen, wie sieht es überhaupt aus. Ich habe noch mir gar keine Zeit genommen, mir das so richtig anzugucken, aber das wollte ich jetzt nachholen. Hab schon wieder zwei große Pilze und guckt euch mal den coolen Steinpilz an. Die
der hier wächst. Herrlich. Oh, hier sind noch mehr. Ich muss mir das merken. Hier unten ist ja alles voll. Ich höre jetzt erstmal auf, welche mitzunehmen. Ich muss die auch aufessen. Ich merke mal, wo sie sind. Eine ordentliche Pilzausbeute, würde ich sagen. Der hier ist jetzt aber schon seit gestern da und der ist auch so pappig und schon angenagt. Den werde ich jetzt den Tieren darbieten, weil ich denke, das plus Heidelbeeren reicht für heute. Und morgen kann ich auch wieder suchen gehen. Keine Angst, ich esse dich nicht. Cool, freut mich. Schön, dass du hier bist, kleiner Mann. So, Amigos, das ist der Kandidat. So, Freunde, ich bin zurück. Die GoPro, der Akku war leider leer. Mitten während der Arbeit. So sieht das Schwedenfeuer bisher aus. Der eine Spalt geht hier schon fast bis unten. Hier sieht dann auch ganz gut. Und das heißt, das reicht mir. Ist doch eine Fackel, oder? Stelle ich dann da hin und wird brennen die ganze Zeit. Bin gespannt, ob das noch jemand macht. Oder ob dann geheult wird. Das ist ein Schwedenfeuer und keine Fackel. Jetzt sind wir bei 33. Also, ich bin voll im Rahmen. Passt also alles. Changa. Changa ist ein Heilpilz, den die Urvölker ganz oft verwendet haben. Davon einfach dann so ein bisschen klein bröseln und den im Wasser kochen, macht einen sehr guten Heiltee, der vor allem auch bei Entzündungen hilft. Und ich habe ja eine Wunde da oben. Ich glaube nicht, dass ich entzünden würde, ich bin da guter Dinge. Allerdings, why not? Ist so wie Knoblauch. Ist auch ein natürliches Mittel gegen Entzündungen und nice. Ich habe gerade mein Feuerkonzept nochmal hinterfragt, weil ich ja immer so viel Rauch abbekommen habe und will jetzt eine kleine Feuerschutzwand bauen oder Luftschutzwand besser gesagt. Habe ich auch schon soweit fertig. Habe jetzt erstmal das Holz genommen, was ich da hatte. Und sag mal so, also es sollte theoretisch halbwegs trocken bleiben da in diesem Gestell. Und das hat natürlich den Vorteil, dass ich hier Backup-Holz liegen habe. Für was auch immer. So. Endlich was essen. Ich habe wirklich so einen Knast. So. Das packen wir jetzt erstmal in die Pfanne. Ey, heute ist Tag 2 und ich kann euch nicht sagen, wann ich das letzte Mal Pilze gemacht habe. Ob das heute war? Ich glaube, das war heute. So gegen 22 Uhr geht die Sonne unter. Dann werde ich die Fackel, also mein Schwedenfeuer, hier zünden. Na, gucken wir mal, wie lange das brennt. Ach komm, das reicht. Der schon übelst an die Scheiße. Mmh. Lecker. Die Sonne ist rausgekommen. Ich werde mal ans Ufer gehen und versuchen, ein bisschen Vitamin D zu tanken. Das ist das erste Mal, dass ich hier die Sonne genieße, richtig, direkt im Anblick. Guckt euch das an. Die Sonne ist noch nicht mal ganz draußen. Es macht mich trotzdem extrem glücklich. Guck mal, ich habe einen Fisch gefunden. Ein toter Fisch. Riecht nach Fisch. Schwierig. Isst man den jetzt oder isst man den nicht? Ich nehme ihn auf alle Fälle erstmal aus und dann überlege ich mir das. Ich bin zurück von meinem Spaziergang an der Küste. Ich werde morgen noch ein Stück weiter gehen auf alle Fälle, denn ich habe ja diesen Fisch hier gefunden.
Der hängt da jetzt noch, den habe ich aufgespießt, damit ich den mitnehmen kann, ohne ihn in der Hand tragen zu müssen. Dann habe ich noch die Pilze und heute Abend muss ich als Challenge diese Fackel hier entzünden. Genau. Was ich noch gefunden habe am Wasser, ist diese Dose. Und die ist gleich aus zweierlei Gründen richtig gut. Zum einen kann ich ausprobieren, ob man aus dem Ding einen Angelhaken bauen kann. Das werde ich als nächstes machen. Und vielleicht habe ich ja Glück und es ist sogar möglich, daraus eine kleine Fischfalle zu bauen. Ich werde das so, wie es ist, da unten in der Küste aufhängen, unter Wasser, ein paar Steine reinmachen, dass es ein bisschen auf dem Boden liegt. Und dann werden wir mal gucken, ob die Fische da reinschwimmen. Ich habe da unten tote Fische liegen, sind so kleine Sardinen, würde ich sagen, sind das. Die sollten da reinschwimmen vielleicht. Und wenn ich Glück habe, kommen die ja auch nicht mehr raus. Das, was später mal die Spitze vom Haken werden soll, ist schon mal ganz gut. Ich muss noch den Draht da durchkriegen. Na Mensch. Ich würde sagen, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Was meint ihr? Ich meine, das sieht jetzt nicht aus wie ein klassischer Haken, aber ist besser als nichts, würde ich sagen. Da mache ich jetzt Paracord dran. Und dann werde ich morgen mal angeln gehen. Vielleicht bringt es ja was. Die Angel ist vorbereitet. Ich muss morgen nur noch einen Wurm mir besorgen. Und dann haue ich die mal ins Wasser. So, mein gefundener Fisch hängt über dem Feuer. Hoffen wir, dass er frisch ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passieren kann, wenn er ein bisschen älter ist. Er roch jetzt noch nicht verdorben, er sah gut aus, er hat geglänzt. Ich weiß nicht, was die Indizien dafür sind, dass er schlecht ist. Aber man sagt ja, wie auch beim Jagen, man isst nur Tiere, die man auch lebendig gesehen hat, weil vielleicht waren die ja krank. Das ist ja ein Grund, warum die tot sind, beziehungsweise ja, nur lebendig, bei der Lebendschau sozusagen, kann man ja sehen, ob die sich normal verhalten oder ob die irgendwie krank aussehen. Deswegen bin ich immer noch so am Hadern, ob ich den essen soll, aber ich habe halt auch Hunger und es ist, sag ich mal, es fühlt sich an wie ein Geschenk von Mutter Natur, was sie mir da dargebracht hat, weil ich bin da am Ufer lang gegangen und plötzlich sehe ich diesen Fisch da, so Kopf über dem Wasser hängen und dachte so, hä, taucht der? Was ist, what the fuck? Und dann habe ich den Stock rausgeholt und habe gesehen, aha, he dead. Ich würde sagen, das Abendessen lässt sich sehen. Wir haben hier den Fisch, der braucht auf alle Fälle eine Weile, bis er durch ist, und die insgesamt dritte Pilzpfanne. Dann kosten wir jetzt erstmal ein Stück Fisch. Ich weiß nicht so richtig, ob der so schmecken muss. Keine Ahnung, ob das jetzt so ein Mindfuck ist von mir, weil ich... dass ich mir einbilde, der schmeckt irgendwie komisch. Aber wisst ihr was? Ich gehe auf Nummer sicher. Ich esse den nicht. Wenn ich nachher runter zum Wasser gehe, dann entsorge ich den, schmeiße ihn ins Wasser. Weil im Lager lasse ich ihn auf alle Fälle nicht liegen. Nicht, dass ein Bär kommt und den snacken will. So Freunde, wir beginnen mit der Challenge. Ich habe das heute über dem Feuer schon eine ganze Weile getrocknet, damit es gut Flamme kriegt. Und jetzt probieren wir mal, das Ding zu entzünden.
So, Stoppuhr. Mögen die Spiele beginnen. Wir sind bei 29 Minuten und 22 Sekunden. Und also viel geht nicht mehr. Man sieht, dass sie hier drüben noch minimal Flamme hat. Aber das ändert sich auch. Das ist, manchmal brennt es hier drüben, manchmal brennt es auf der anderen Seite. Wir gucken mal, wie das Spiel weitergeht. Na, wir haben jetzt 33 Minuten 30. Aktuell sieht es nur noch nach Glühen aus. Wie gesagt, 33, 51. So, es geht ab ins Bett. Da hinten, seht ihr bestimmt nicht, scheint der Mond durch die Bäume. Cool. Das Feuer brennt da unten noch, aber das lasse ich jetzt so. Ich will jetzt ins Bett. Und ich kann es ja fast sogar sehen. Diesmal bin ich übrigens so clever und nehme mir die Umschläge mit ans Bett, damit ich morgens Dach direkt reingucken kann und mich nochmal umdrehen kann. Und aber schon weiß, worum es geht. Also, bis morgen. Guten Morgen. Entlege dich überflüssiger Ausrüstung. Was überflüssig ist, entscheidest du. Ein Kleidungsstück ist gleich ein Punkt. Ein Gegenstand ist gleich zwei Punkte. Ich werde einen Scheiß abgeben. Es gibt keinen Gegenstand, den ich abgeben kann. Also könnte ich schon. Will ich aber nicht. So, Muchachos, ich habe jetzt die Regenjacke angezogen. Die ist natürlich ein bisschen winddichter. Wir gehen jetzt runter zum Wasser und versuchen unser Glück beim Angeln. Hier ist die Dose, also der Haken von der Dose. Let's go! Hier den kleinen toten Fisch und das Stück Styropor habe ich gestern noch gefunden. Da war die GoPro aber alle. Vielleicht baue ich mir daraus einen Schwimmer, also eine Pose. Aber erstmal probiere ich es jetzt nur so mit Wurm. Und was meint ihr? Ist irgendein Fisch so dumm und beißt da rein? Wir werden es herausfinden. Die Scheiße geht ja nicht mal runter. So, dann werde ich jetzt mal weitermachen und ich sage euch, wenn das passiert. Schaut mal, wen ich gerade aus dem Wasser gerettet habe. Die Belle lag auf dem Wasser. Falsch herum. Und dann habe ich die Angel genommen und habe die runtergelassen, hat sich an der Schnur festgehalten, jetzt habe ich sie hochgezogen. Ein kleiner Freund. Ist wegen dem starken Wind abgestürzt. Zweite Libelle entdeckt. Wie schön. Wie schön ist das bitte? Wir sind zwei Libellen. Leute, ich weiß nicht, was heute los ist. Ich bin bis jetzt an meinem persönlichen Tiefpunkt angekommen. Jeder Schritt ist ultra anstrengend. Ich fühle mich sehr schwach. Hier sind überall Pilze. Scheiße. Es ist halt auch einfach übelst kacke hier zu laufen. Oh, ein Loch mit Wasser. Oh, Kacke von einem Tier. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. So, jetzt zerdrücke ich ein bisschen die Heidelbeere, dass hier der Fruchtsaft rauskommt. Vielleicht kann sie damit was anfangen und sich stärken. Ich mache jetzt ein Feuer an, dann mache ich mir eine Pilzpfanne und hoffe, dass wenn ich diese Pilzpfanne gegessen habe, es mir besser geht. Meine Pilzpfanne sieht schon ziemlich geil aus, muss ich sagen.
jeder zu Hause wird bestimmt sagen, oh lecker, ich will auch. Aber ich sag euch, mit Salz und Pfeffer wird es noch besser schmecken. Es schmeckt halt einfach nur nach Pilz. Aber ich freue mich auch schon drauf. Einfach auch, weil mein Magen leer ist und ich Hunger habe. Ich habe bestimmt eine Stunde Holz gemacht und Feuer vorbereitet. Und jetzt ist der Holzvorrat schon wieder fast ganz aufgebraucht. Unglaublich. Ich frage mich übrigens auch, wann ich auf Toilette muss. Wann muss ich das erste Mal kacken? Auf gut Deutsch gesagt. Same shit, different day. Wieder Schlafsack trocknen. Ich weiß nicht, wo die Feuchtigkeit herkommt. Alter, es ist nicht festgebrannt. Leute, ich muss euch was erzählen. Lilly, die Libelle, ist weg. Sie kann scheinbar wieder fliegen. Sie hat hier unten diese Heidelbeere noch mal ein bisschen ausgesaugt. Und sie ist nicht mehr auffindbar. Das heißt, scheinbar hat es was gebracht, sie ein bisschen aufzupäppeln. Und wahrscheinlich ist sie wieder da unten unterwegs, irgendwo am Wasser. Vielleicht sehen wir sie noch mal wieder. Ich freue mich auf alle Fälle, für eine kurze Zeit jemanden getroffen zu haben, dem ich sogar helfen konnte. Das ist der Changa-Pilz. Also die Stücke schmeiße ich jetzt einfach hier rein, in den Topf, wo schon ein paar Heidelbeeren drin sind. Und dann kochen wir das und dann gucken wir mal, wie das schmeckt. Der Changa-Heidelbeer-Tee ist fertig. Ich bin gespannt, wie er schmeckt, aber ich muss noch ein bisschen auskühlen lassen. Der dampft noch wie Sau. Also warten wir noch kurz ab. Also ich glaube, auf alle Fälle, wer noch dabei ist, ist Bommel, Fritz, Martin. Die sind auf alle Fälle noch dabei. Schmeckt jetzt pilzig, mein Wasser. Schmeckt nach Changa. Aber wenn es helfen soll, dann sauf ich es. Wenn mir jemand erzählt, dass dieser Tee Heilkräfte aktiviert, Entzündung hemmen soll und so weiter, dann bin ich der Typ, der das einfach ausprobiert und sagt, ja, glaube ich dran. Ich habe so einen alten vertrockneten Fisch hier gefunden und habe überlegt, ich mache den jetzt an den Haken ran. Ist bestimmt falsch. Sorry an die ganzen Angelcracks. Ich schmeiße jetzt aber hier rein. Mal gucken, was passiert. Beim Reinwerfen ist der Fisch abgegangen, da unten treibt er. Mann, ich hab keinen Bock mehr auf Angeln. Angeln ist scheiße. Ich habe eigentlich keine Probleme. Und trotzdem kommen Zweifel auf, was ich hier eigentlich mache. So, ich meine, das ist jetzt der dritte Tag. Und es geht mir schon ziemlich auf den Sack. So, alleine zu sein. Also ich sage euch jetzt mal, was mich genau ankotzt. Mich kotzt an, dass die Vegetation so einfältig ist, dass es so wenig Vielfalt gibt. Mit niemandem außer der Kamera sprechen zu können, ist auch ziemlich scheiße. Ich habe noch nichts so wirklich zu verzeichnen, wo ich jetzt sage, ja, dafür hat es sich schon gelohnt, das zu machen. Es ist einfach nur abwarten. Und das macht mich fertig. Dass man eigentlich, ich weiß ja jetzt schon, was die nächsten Tage ist. Also wenn es keine coole Challenge gibt, wo man irgendwas machen muss, so wie die Fackel zum Beispiel, dann ist es ja einfach nur jeden Tag die gleiche Routine. Und dann macht man es ja nur 7 Tage, um das Ding zu gewinnen. Weil ich denke, der Geisteszustand ändert sich nicht mehr. Ich bin hier alleine, habe kein Handy. Toll. Stehe hier am Wasser, schaue in die Weite. Gedankenleerheit. Top. Aber das sind alles Dinge, die ich schon kenne. Und der einzige Unterschied ist, dass es so lange ist. Mittlerweile ist eine richtige Scheißegal-Stimmung eingekehrt. Ich bin so richtig in so einem Lodderleben angekommen, weil ich halt irgendwie keinen Grund habe, das irgendwie ordentlich aufzuräumen und so. Habe mich wieder so weit gefasst und habe jetzt mir was überlegt. Und zwar werde ich
ein Runenalphabet bauen aus Baumscheiben. Also ich habe eine tote Kiefer gefunden, die einen guten Durchmesser hat. Und da schneide ich jetzt kleine Scheiben ab. Und dann ritze ich da Runen rein in diese Scheibchen. Ja, ist eine Beschäftigung. So, ich habe jetzt genügend Scheiben gemacht. Insgesamt brauche ich, glaube ich, 22 oder 23, bin ich mir nicht genau sicher. Und jetzt geht es darum, zu entgraten. Ich ziehe mir gleich auch erstmal noch Handschuhe an, dass die sich gut anfühlen in der Haut. Und wenn die dann schön glatt sind, normalerweise nimmt man noch Schleifpapier. Wenn die schön glatt sind, werde ich dann die Runen einritzen. Und dann werde ich mir ein Runenalphabet sozusagen zusammenstellen. Jetzt fragt ihr euch, wofür ist das? Naja, ich sag mal so, jede Rune hat irgendeine Bedeutung. Und ich habe in meinem Leben schon einiges erlebt, was mich glauben lässt, dass da vielleicht was Wahres dran ist. Zumindest finde ich diesen Gedanken sehr schön, dass man sich so ein Horoskop herstellen kann. Und da es ja mit meiner Motivation gerade nicht so gut steht, habe ich mir gedacht, vielleicht finde ich in dieser Aufgabe neue Motivation. So, die Rohlinge sind fertig. Ich habe die jetzt mit dem Messer so entgratet, eine Runde rum jeweils. Werde mit der Messerkante nochmal hier ein paar Mal rüberfahren müssen oder ich muss das an einem Stein schleifen. Da habe ich noch keine richtige Variante. Eigentlich wäre das Schleifpapier geil, aber habe ich natürlich nicht, um die Oberfläche noch ein bisschen glatter zu bekommen. Genau. So ist der Plan. Ich zähle die mal kurz durch. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Das sollte passen. Es ist absolut windstill aktuell, so wie ich es mir gewünscht habe. Eigentlich könnte man nochmal ein Feuer anmachen. Aber ich bin auch so schon eigentlich müde genug. Ich denke, ich werde einfach schlafen gehen. Starten wir morgen wieder ohne Wind mit Feuer in den Tag. Guten Morgen. Ich habe gut geschlafen, aber ich lag wahrscheinlich auf meinem linken Ohr. Zumindest tut es ganz schön doll weh. So, als wäre das so die ganze Zeit umgeknickt gewesen. Heute ist Tag 4. Schauen wir uns mal an, was die Jungs sich für uns für heute überlegt haben. Einmal Firestarter. Schweiß und Blut führt zu Glut. Mach ein Feuer mit Hilfe eines Feuerbohrers. Dafür kannst du dir einen Bogen bauen oder die Hände benutzen. Ich habe das mal gemacht. Aber das ist ultra schwer. So, ich habe meine Sachen ready. Alles hier. Mein Trinkgefäß, Pilze sind geschnitten, da ist ein Changa drin, Kohle liegt drauf, Zunder, Löffel ist dabei, meine kleine Dose, die ich gefunden habe, Säge, Messer habe ich am Mann und jetzt geht's runter zum Angeln, Baden, Waschen. Da hinten dieser eine Stein, der ein bisschen aus dem Wasser ragt, da war mein Aussetzpunkt und dort einfach gerade den Berg hoch, ungefähr 50 bis 100 Meter, ist mein Lager. Das hier ist die kleine Landzunge. Kleine Gedenkminute an die Jungs, die nur mit gesammelten Holzfeuer machen. Da bist du ja die ganze Zeit am Rennen. Krass. Guck mal, Leute, ich habe gerade Kienspan gefunden. Das ist extrem harziges Holz. Perfekter Zunder. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich es mit dem Bowdrill doch mal probieren sollte. Aber eigentlich habe ich keine Lust. Das Gute ist, das stecke ich mir jetzt erstmal in die Jackentasche und hier in dem Stück Holz ist noch viel mehr drin. Das werde ich jetzt erstmal bearbeiten und mir den Kienspan rausholen. Geil. Heute ist mein Glückstag. Ich habe gerade hier neben der Lagerfeuerstelle ein Stück Angelschnur gefunden. Ist zwar nur, keine Ahnung, so lang, aber vielleicht bringt es mehr Erfolg als das Paracord. Und außerdem gefunden ein Kabelbinder, der noch nicht ganz zugezogen ist. Heben wir uns mal auf. Vielleicht
kann man das noch für irgendwas gebrauchen. Und das Paracord tausche ich an der Angel auf alle Fälle gegen die Angelschnur. Die sehen die Fische nicht so gut. So Freunde, die Erfahrung hat uns gelehrt, bei dem Wind, den wir aktuell haben, lohnt es sich überhaupt nicht versuchen, ein Feuer anzumachen. Das ist mein Bohrer. Habe ich ein bisschen ans Feuer gehalten, dass er ein bisschen Farbe bekommt, um eventuelle Feuchtigkeit nochmal abzutrocknen. Ist aber kalt. Also ist nicht frisch aus dem Feuer oder so. Dann habe ich hier so einen Zweig, der relativ biegsam ist. Daraus baue ich einen Bogen. Und um diesen Bogen zu bauen, nehme ich hier das Paracord von der Angel, was ich ja jetzt das Endstück zumindest nicht mehr brauche, weil ich ja richtige Angelschnur gefunden habe. Ich hoffe, das klappt. Ich habe hier Kienspan ringsherum ums Loch verteilt. Ich wollte die Challenge ja eigentlich nicht machen und ich muss zugeben, ich mache sie jetzt auch nur, weil ich diesen Kienspan gefunden habe. Trete machen einen neuen Versuch. Ich habe hier Kienspan schon ein bisschen geräuchert in der Dose am Feuer. Das ist schon mal so tendenziell Richtung Flamme irgendwie geht. Ich sag ja, das ist Schwachsinn. Ja, der ist jetzt warm, wenn ich mir ins Gesicht halte, aber noch nicht annähernd so, dass man sagen würde, yo, damit kannst du Feuer machen. Bowdrill ist absoluter Bullshit. Ich wette, es schafft auch keiner von den anderen Jungs. Ich habe jetzt alles probiert, ey, wirklich. Ich habe den Stamm vorher getrocknet, dass das alles schön trocken ist. Das ist reinster Kienspan, wo ich drauf ich das mache. Schneller reiben geht gar nicht. So, während wir auf besseres Wetter warten, also mehr Windstille, mache ich mir einfach mal die dritte Pilzfahne des Tages. Der Baum, der da schräg liegt, der ist komplett voll mit Kienspan. Da habe ich auch den ganzen anderen Kienspan her. Und da habe ich gerade eine Viertelstunde lang wieder was abgeschnitten. Guckt mal, wie das Orange hier durchschimmert. Das brennt wie Zunder, das Zeug. Ich habe aber jetzt genug Zunder für die nächsten Tage, also habe ich mir gedacht, warum nicht mal so ein ganzes Ding hier drauflegen? Macht bestimmt ordentlich Flamme. Gebt euch, wie das Ding abflammt, Alter. Bei gefühlt Windstärke 8000. Es brennt trotzdem. Und wie? Richtig krass, man sieht hier richtig, wie das Harz verdampft. Wow. War ein super Tag. Ich freue mich auf morgen. Hoffentlich mal wieder eine gute Challenge. Also, bis morgen. Schlaft gut. Ich überlege, wir gucken uns mal die Challenge an. Ich merke, dass schon wieder mein Verband ist verrutscht. Manchmal verrutscht der nachts, wenn ich zum Beispiel mit dem Verband am Klett vom Schlafsack hängenbleibe, verrutscht das. Aber es ist, glaube ich, auch jetzt langsam. Langsam kann man uns das auch sparen, dann immer noch was dran zu machen. Na klar. Das war so klar. Kapitän zur See. Hast du das Patent A, B, C und die 6? Ab jetzt fährst du die Größenpötte. Ich hab's gewusst, dass das kommt. Ich dachte aber, dass so nach dem Motto, wer am längsten auf dem Wasser bleibt. Aber das Ding ziehen wir durch. Wir haben Paracord, wir haben eine Säge, wir haben keine Ausrede, das nicht zu tun. So Freunde, ich habe ja in der Vergangenheit schon das Paracord auseinandergenommen und habe hier quasi die ganzen Stränge rausgeholt, die in dem Paracord drin sind. Die hier sind auch sehr reißfest.
Ich weiß nicht, ob sie den Floß aushalten, aber ich nehme die, das sind jeweils, glaube ich, Meterstücken, nehme ich erstmal mit, safety first. Und dann habe ich ja hier noch ein ganzes Paracord, keine Ahnung, das sind bestimmt locker noch 20 Meter. Das nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht machen wir auch gleich alles mit Paracord und wickeln es danach einfach wieder auf. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Wir schauen mal. Wir haben auf alle Fälle genug Material dabei. So, Freunde, die ersten drei habe ich mir schon mal rausgesucht. Die wären so die Unterkonstruktion. Jetzt suche ich mir dünnere, die ich so drauf mache. So, das Ding ist jetzt auf alle Fälle groß genug. Jetzt werde ich das Paracord, was ich habe, zusammentüdeln und ein langes Paracord draus machen aus den einzelnen Seelen. Und dann alles festmachen und an den See stechen, so Gott will. Was für ein Gott, Alter! Inzwischen sind bestimmt 3-4 Stunden vergangen. Ihr macht euch keine Begriffe, wie viel Arbeit es ist, ein Floß zu bauen. Ich werde, es sei denn, ihr habt schon mal eins gebaut. Ich werde jetzt nur diese 4 Stämme oben drauf lassen, die letzte Windung jetzt wickeln und dann hoffe ich, dass das hält und dass es genügend Auftrieb hat. Falls nicht, muss ich nochmal nachjustieren. Aber ich hoffe, das reicht. Das ist schon so schwer. Das müsste eigentlich genügend Auftrieb haben. Nicht wegschwimmen. Brauche euch. Ey, ich habe so viel Zeit verschwendet und so viel Energie heute. Es treibt mich halt nicht. Es ist halt zu schwach. Es ist selbst mit zusätzlichem Holz hat es nicht genug Auftrieb. Und ich habe schon die übelsten Klopper genommen. Guckt euch die Dinger an, was ich hier für Zeug verwendet habe. Ganz ehrlich, Leute, ich habe gar keinen Bock mehr. Null. Ich hatte die Hoffnung, dass die Scheiße schwimmt. Habe ich total unterschätzt. Ich wasche mich jetzt mal kurz. Dann geht's raus und dann überlege ich, ob ich weitermache. Tendenz eher nicht. Das Ding ist halt, diese 7 Punkte könnten vielleicht sogar wirklich über einen Sieg bei Seven vs. Wild entscheiden. Aber ey, guckt euch die Scheiße doch mal an. Wie viele Stämme soll ich noch sägen? Das habe ich heute alles gesägt, Alter. Das hat schon mal 2-3 Stunden gedauert. Ihr dürft doch nicht vergessen, ich habe ultra Hunger, ich habe keine Energie, ich habe nichts mehr zu trinken, ich habe eigentlich meine ganzen Bedürfnisse nach hinten gestellt, um das Ding fertig zu machen. Weil ich mir dachte, ja, machst du fertig, dann kannst du den Rest des Tages chillen. Arschlecken, Alter! Da hinten seht ihr den Versuch meines Floßes. Bei dem Versuch wird es auch bleiben. Ich werde es nicht nochmal in Angriff nehmen. Der Floßbau hat mich, keine Ahnung, 5, 6, 7 Stunden gekostet. Extrem viel Energie. Motivation auch auf alle Fälle. Ich hatte mir es leichter vorgestellt, als es dann doch war. Ich hoffe, dass jemand anders von den anderen Jungs ein Floß baut, was funktioniert. Das würde mich sehr freuen. Oh. Aber ich kann euch sagen, für mich ist der Tag gelaufen. So, die Pilzpfanne ist fertig. Ich genieße den Sonnenuntergang. Feuer brennt. So lässt sich's leben. Ja, Freunde, kleines Feedback zum Tag. Tag hat ganz gut begonnen mit der Floßbau-Challenge. Da habe ich auch erstmal 5-6 Stunden investiert. Habe einen Floß gebaut. Es schwamm leider nicht. War ein kleiner Niederschlag, aber danach bin ich nochmal baden gegangen nackt. Und habe festgestellt, dass ich ja aus genau diesem Grund hier bin und nicht zum Floß bauen. Ich habe also meine Freiheit genossen, habe dann nochmal 2 Pilzpfannen gegessen. Ja, der Tag war durchwachsen, ich war 2-mal auf Toilette. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich glaube, mein Körper langsam geht ihm das auf den Sack, dass er nur Pilze und Heidelbeeren kriegt. Und ja, das gefällt ihm, glaube ich, nicht so gut. Ich fühle mich ziemlich schwach abends. Jetzt sind es noch 2 Tage und 3 Nächte, oder? Warte mal. Morgen ist Tag 6, danach ist Tag 7. Also jetzt noch die Nacht, dann morgen die Nacht danach und dann werden wir abgeholt. Ja,
wisst ihr Bescheid. Ich freue mich, wenn es vorbei ist. Gute Nacht. Tag 6. Ich habe richtig schlecht geschlafen, weil meine Gedanken sich die ganze Zeit... Ich hatte so viele Gedanken im Kopf. Hinzu kommt, dass ich ganz schön Hunger habe. Ja, ich bin... Heute wache ich schon hungrig auf. Mit wenig Schlaf. Friss oder stirb, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ich bin nicht hier wegen den Challenges. Tut mir leid, wenn ihr das sehen wollt, wie jemand Maden frisst, dann müsst ihr bei Martin zugucken oder bei Fritz, weiß ich nicht, ob die das machen. Das bestärkt mich aber in meiner, warum ich auch nicht schlafen konnte. Und zwar habe ich überlegt, ich habe jetzt endlich eine Variante, wie ich das hier am besten mache. Und mein Gedanke war, dass ich, heute ist ja der Tag 6, morgen ist Tag 7. Dass ich, und wir sollen theoretisch an Tag 8 abgeholt werden. Und zwar, da ich das ja für mich mache und weiß, dass die Übernachtungen an sich kein Problem sind, habe ich mir überlegt, dass ich morgen an Tag 7 mich abholen lasse, abends nach dem Sonnenuntergang. Das heißt, dass ich heute mir nochmal einen schönen Tag mache hier und an Tag 7 schon alles abbaue. Und an Tag 7 das Tarp auch abbaue und eine Schwitzhütte unten am Wasser aufbaue, alle Sachen mit runternehme, euch nochmal hier alles zeige und mich dann abends abholen lasse. Dann habe ich zwar nicht 7 Übernachtungen und 8 Tage, aber darum ging es mir auch nie. Es ging mir ja darum, dass ich 7 Tage draußen sein möchte. Das habe ich dann erfüllt. Ich denke, dass sich da jetzt auch nichts mehr groß dran ändern wird. Der Entschluss... Morgen hier die Segel zu streichen und sich morgen Abend nach der Schwitzhütte abholen zu lassen, steht so fest, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich kann euch sagen, es macht mich so glücklich, diese Entscheidung zu treffen, für mich alleine. Und es ist auch irgendwie ein Stück weit spirituell, weil klar enttäusche ich damit einige Leute, aber das Wichtigste ist, dass ich mich damit nicht enttäusche und ich mache mich persönlich damit sehr glücklich. Weil ich für mich das, was ich schaffen wollte, die 7 Tage, geschafft habe dann. Und wer weiß, es kann noch alles passieren. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber weil ich damit super klarkommen werde. Ich mache es zwar anders, ich werde zwar außerhalb der Wertung sein, ich werde disqualifiziert. Aber es wird mich glücklich machen und darauf kommt es ja im Leben an, dass man glücklich ist. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil wir so geilen Sonnenschein haben, gehe ich einfach mal eine Runde schwimmen. Wuhu! Beste Leben! Freunde, in einer halben Stunde geht die Sonne unter. Und ich habe heute wirklich nicht viel gemacht, außer hier rumzuliegen. Ich muss nur noch Zähne putzen und dann kann ich ins Bett gehen. Ich wollte euch noch was sagen, was mir gerade sehr bewusst geworden ist. Weil ich glaube, dass es dem einen oder anderen helfen könnte. Und ich bin eigentlich ein bisschen traurig und wehmütig, dass ich das brauche, um das zu realisieren. Erst wenn man ganz alleine ist, bei sich, ohne Handy, ohne Ablenkung von außen, dann realisiert man erst, wer einem wirklich wichtig ist im Leben. Und... Ich muss gerade dran denken, wie viele Momente ich verbracht habe mit Menschen, die mir sehr wichtig sind und parallel dazu am Handy war und irgendwas Unwichtiges gemacht habe, was total unnötig ist, statt den Momenten den Leuten zu genießen. Und jetzt vermisse ich diese Leute sehr und denke mir so, scheiß doch auf das Handy, Alter. Scheiß doch auf Social Media und so weiter. Die Zeit mit den Leuten ist so unbezahlbar. Krass. Ja, es ist ein sehr emotionaler Moment. Einfach. Es ist wunderschön hier, aber trotzdem
zeigt einem das so krass, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Oh. So schönes Wetter und so einen phänomenalen Sonnenuntergang habe ich mir für meinen letzten Abend gewünscht und habe ihn bekommen. Mega geil. Jetzt geht's das letzte Mal hoch zur Trollhöhle. Das letzte Mal wird dort das Bett bezogen. Und dann geht's morgen früh hier runter auf die Halbinsel. Und dann wird der Tag hier verbracht. Und am Ende, am Abend, lasse ich mich abholen. Nice. War bisher der allerbeste Tag von allen. Was kann ich eigentlich sagen? Ich habe eigentlich den ganzen Tag unten nur an der Insel gechillt, am Strand gelegen, bin baden gegangen, habe mich nackt gesonnt. In diesem Sinne, meine Freunde, gute Nacht. Puh. Guten Morgen. Ich wurde wieder geweckt von der lieben Sonne. Die liebe Sonne scheint hier nämlich rein zu mir. Ich freue mich, dass heute der letzte Tag ist. Das war die letzte Übernachtung. Jetzt wird gefrühstückt, Heidelbeeren. Dann wird hier abgebaut, alles zurückgeräumt und dann geht's runter zur Halbinsel. Denn dort wird heute für den letzten Tag nochmal eine Schwitzhütte angezettelt. Dann lasse ich mich heute Nachmittag, Abend abholen. So, bevor ich abbaue, zeige ich euch nochmal kurz einen Überblick. Da unten ist das Wasser. So, da schräg unten ist die Halbinsel. Hier ist mein Schlafgemach. Hier unten ist meine kleine Trollhöhle. Da habe ich schon das Holz beiseite gelegt. Falls sich mal wieder irgendein Abenteurer hierher verirrt, kann er das verwenden. Das kann ohne Bedenken hier im Wald bleiben, weil das kommt ja auch aus dem Wald. Das ist alles Totholz gewesen. Und wenn nicht, schimmelt es da halt weg. Und ist vielleicht Heimat für irgendwelche Käfer oder so. Dann nehmen wir mal die Säge mit. So, Handschuhe habe ich dabei. Jetzt suchen wir uns erstmal eine Birke, die wir gleich doppelt verwenden können. Einmal die frischen Triebe für die Schwitzhütte und einmal den Stamm sozusagen als Ständerwerk für unsere Schwitzhütte. Normalerweise nimmt man dafür warmes Wasser, einen großen Eimer und lässt das Ganze 24 Stunden einwirken. Die Zeit haben wir jetzt aber leider nicht. Deshalb müssen wir uns mit weniger zufrieden geben. Wir haben nur 3x3 Meter. Kurzes Update. Ich habe einmal ringsherum Steine gelegt, die sozusagen die untere Sperrschicht bilden sollen. Dann habe ich hier oben das nochmal mit nachgespannt sozusagen. 100% dicht werden wir es nicht kriegen. Aber das ist kein Problem, denn wir werden es dafür umso heißer machen. Hier drin sind die Steine auch schon parat. Hier drin ist schon eine Luft. Alter, das ist jetzt schon warm hier drin. Richtig krass. Das lässt mich guter Dinge sein, dass das nachher auch schön ballern wird. Geil. Wir müssen hier ein Feuer machen, was den ganzen Tag brennt. Was von jetzt an bis zur Abholung brennt. Material haben wir ja genug hier, was wir verheizen können. Und das Wichtige ist, wir müssen da viele kleine Steine, so faustgroß, vielleicht ein bisschen größer reinschmeißen, die richtig rot glühend werden müssen. Außerdem müssen wir uns ein Werkzeug bauen, aber da habe ich schon den Birkenrest im Blick, womit wir die Steine rausnehmen können. Die Steine legen wir dann auf meinen Deckel vom Topf und ziehen den mit den feuerfesten Handschuhen, ziehen wir die ins Zelt rein. Es muss halt relativ schnell gehen, damit die ihre Hitze nicht verlieren. Unser Birkensud steht auch schon auf dem Feuer. Das soll nicht kochen, aber das soll ein bisschen warm werden. Dass die ätherischen Öle aus den Blättern und so rausgehen. Ich denke, das wird ganz gut so werden. Wird schon alles klappen, so wie ich mir das vorstelle. Feuerchen ist an. Das sollte jetzt erstmal keine Betreuung mehr brauchen.
Das Feuer am letzten Tag übertrifft nochmal alle bisher dagewesenen Feuer. Möge der Wahnsinn beginnen. Na dann, mal los. Das wird auf alle Fälle spannend. Wir fangen mal mit dem an, wo ich schätze, dass es am leichtesten wird. Ich habe hier so einen kleinen Griff an meine Pfanne gemacht. Eins und dahin. Oh, scheiße. Ist das geil. So, jetzt müssen wir hier erstmal, ob ich hier drin überhaupt überlebe. So, willkommen, meine Freunde, zu russische Banya. Wir machen heute mit Birkensud. Und los geht's, Freunde. Ah. Oh, das riecht so geil, Leute. Es riecht wie bei echte Banya. Haha, das ist super. Und wir nehmen hinzu zweite. Ja, jetzt ein bisschen Dampf in die Bude. Oh, geil. Wuhu. Alter, ich fühl's so sehr. Russische Banya in Schweden. Oh. Ah. Uhuhu. Es funktioniert! Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Nur raus. Raus, aber schnell! Oh. Oh. Fuck. Oh, scheiße. Leck mich in die Fresse geschissen. War das geil. Aber es wurde zum Ende hin so heiß. Ihr macht euch keine Begriffe. Ja! Ja, Mann! Oh! Oh! Geil! So fühlt sich Leben an, Leute! Geile Scheiße! Ja, Mann! Woo! Wir kippen einfach den Rest, was hier noch drin ist, mit Emarov. Und Action! Alter, das steigt hier so hoch. Oh. Gut, Schwitz. Oh. Meine letzten Worte eigentlich zu der Tour wollte ich draußen machen, aber in der Schwitzhütte kommt es nochmal geiler. Ich habe Seven vs. Wild gemacht. Für mich, ich wollte 7 Tage alleine sein. 7 Tage nur das essen, wofür ich sorge. 7 Tage. Keine Ablenkung durch Mobilfunk, durch andere Menschen, einfach nur bei mir sein. Ich habe mir gewisse Fragen mitgenommen, die ich mir gestellt habe, die ich inzwischen Zeit beantwortet habe. Und ich habe zu mir selbst gefunden, in meinem Herzen drin. Es hat mich nochmal so krass gepusht. Ich gehe hier mit so einer Energie raus, auch jetzt die Banya. Zieht zwar erstmal körperliche Energie, aber seelische Energie gibt das so viel, hier in Schweden sowas zu machen. Und ich kann es nur nochmal sagen, es tut mir leid für die Leute, die ich enttäuscht habe, dass ich an Tag 7 abends sage, reicht mir. Wie gesagt, ich glaube, Fritz, Bommel, Martin, die ziehen durch bis morgen früh. Ich bin leider raus. Was heißt leider? Ich habe es mir ausgesucht. Ich will es auch so. Für mich ist damit Seven vs. Wild beendet. Ich werde jetzt nochmal raus in den See gehen. Da nehme ich euch mit. Und dann schreien wir nochmal richtig laut. Und dann geht's an Land, kurz trocken am Feuer. Und dann rufe ich die Jungs an, dass sie mich abholen sollen. So ist es. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der mich unterstützt hat von euch, egal ob es Nachrichten waren mit Tipps und Tricks. Vor allem Fritz für das Initiieren dieses Ganzen, dem ganzen Orga-Team, dem Backup-Team, dem Sunny, dem Medic, alles. Allen Leuten, die das hier überhaupt möglich machen, dass man so eine Infrastruktur im Hintergrund hat, dass ich jetzt anrufen kann und sagen kann, jetzt kommt ein Boot und holt mich ab. Genau. Also dafür nochmal ein fettes Danke an alle, die zugeschaut haben. Wichtig ist noch, Kanal abonnieren von Fritz. Das wird nicht die letzte Staffel gewesen sein. Das wird auch nicht das letzte Abenteuer mit Fritz gewesen sein. Und der würde sich richtig freuen, wenn ihr ein Like da lasst, was in die Kommentare schreibt und abonniert. Das findet er richtig geil.
Ich finde das auch richtig geil. Und ich danke euch. Raus in den See! Wahre Freiheit für die Sieben. Oh. Danke, Schweden! Jetzt wird das Rescue-Team angerufen. Ich brauche eine Abholung. Bis gleich. Ich habe mir gerade noch mal schöne Schwitzhütte gegönnt. Richtig geil. Aber jetzt bin ich so ein bisschen so, ich habe das Gefühl, ich muss nach Hause. Wisst ihr? Ein Tag vorm Ende. Ja. Hallo Niklas. Hallo Johannes. Wie kommst du, dass du noch freudestrahlend hier am Strand halbnackt stehst? Na jetzt, wo ihr da seid, geht's mir schon viel besser irgendwie. Das sind noch ein paar getrocknete Pilze. Möchtest du mal einen getrockneten Pilz? Für dich habe ich extra welche, die giftig sind. Irgendwelche psychedelischen Substanzen hier. Also ich bin mir zwischenzeitlich nicht ganz sicher gewesen, ob ich nicht irgendwo einen erwischt habe, der irgendwie ein bisschen was drin hatte. Ja. Ich habe übelst Hunger. Schön, dass ihr Pizza macht. Geil, wann ist die fertig? Müssen wir uns beeilen? Schön, dass du wieder da bist. Ja, schön, euch wiederzusehen. Das beste Leben. Willst du noch ein paar letzte Worte? Ich werde mir jetzt ein Bier aufmachen auf alle Fälle als erstes. Und ich werde erst morgen duschen gehen. Perfekt. Der letzte Sonnenuntergang. Und morgen früh, ich hoffe, zur gleichen Zeit, zu der ich ausgesetzt worden bin, also so schätzungsweise gegen 6 Uhr in der Früh schon direkt, 6, 7 Uhr, kommt dort hinten das Boot gefahren und holt mich ab. Und da freue ich mich extrem drauf. Es war ein krasses Projekt. Es war irgendwie eine Grenzerfahrung auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Nicht im Sinne von durchpowern, durchziehen, bam und reinbeißen, sondern eher im Sinne von Geduld, von Isolation, die ich, also das, ich glaube, keiner hat mal so eine Isolation je in seinem Leben gemacht, auch von euch da draußen. 7 Tage lang komplett isoliert, alleine, in der Natur und auch kein Handy, keine Menschen, kein nichts. Nur mit sich allein und seinen Gedanken. Ich sag's euch, bei mir war es teilweise gruselig. Da sind Sachen im Kopf passiert, wo ich dachte, hör auf, da ganz komische, wirre Gedanken. Aber vielleicht liegt es auch an mir als Person. Auf jeden Fall krasses Projekt bisher. Ich bin jetzt noch sehr gespannt, wie die anderen alles erlebt haben und freue mich einfach nur, gleich in den Schlafsack zu steigen und morgen das Ganze zu beenden. Und endlich wieder was zu essen. Ich habe es heute noch nicht gesagt, Freunde. Ich freue mich auf, ihr wisst es, Falafel-Döner-Teller mit Pommes, ordentlich Soße, geilem Salat und Käse. Das wird geil. Es wird ein Schmaus. Ich merke, wie in meinem Mund anfängt, das Wasser zu fließen. Ich sage ein letztes Mal gute Nacht und wir hören uns morgen. Ich werde wahrscheinlich total beschissen schlafen, die ganze Zeit wach sein und morgen im Dunkeln um 4 aufwachen, weil ich aufgeregt bin. Ah, so ist das. Also, ich genieße noch ein bisschen das Feuer, wummel mich in meinen Schlafsack und dann bis morgen.